Moin und willkommen zu Sondelsüchtig. Ich bin schon wieder vollkommen im Arsch. Ich bin jetzt 7 Kilometer mit dem Rad gefahren und das war schon wieder zu viel für den Dicken. Ja, neuer Acker, neues Glück. Hier war ich letztes Jahr einmal nur quer rüber gelaufen. Da hat Dagi letztes Jahr ein schönes Kreuz gefunden und ich hatte, glaube ich, meine Silbermünze von 16,45. Ich bin noch ein bisschen groggy, ich komme aus der Nachtschicht, aber wir starten und wir hoffen mal, dass es ein bisschen besser wird. Heute wieder mit dem Ace unterwegs, denn ich hatte keinen Bock, noch irgendwas anderes einzupacken. Meine Handschuhe habe ich auch wieder nicht mit. Naja, wir gucken mal, was kommt. Los geht's. Schön, dass ihr wieder da seid übrigens. Guckt mal. Das ist mal. Oh, das ist mal eine große Münze. Doch, wieder alles vergessen. Die ist schön. Ich versuche mal ein bisschen sie sauber zu bekommen und dann melde ich mich gleich nochmal. Wo warst du jetzt? Habe ich es jetzt hier hingeschmissen oder hier? Noch eine Münze. Dürfte ein Pfennig sein, glaube ich. Sehr geil. Meine Fresse, ey. Heute läuft. Sehr, sehr gut. So gefällt mir das. Willkommen zu Sondelsüchtig Tag 2. Ich war ja, Gott, das ist auch schon wieder 4-5 Tage her. Da war ich hier. Was bin ich denn so duster, ey? Na ja, gut. Ja, ich muss mich ein bisschen sputen. Die haben Regen angesagt. Und wir gucken mal. So, jetzt musste ich heute den AT Pro mitnehmen. Denn der AT hat schon gemeckert. Und hat gesagt, hör mal Junge, das geht nicht, dass du nur mit dem Ace rennst, nimm gefälligst mich auch mal mit. Und ja, also drückt mir die Daumen, dass irgendwas kommt und ja, wir gucken mal. An sich ist es schön heute, muss ich sagen. Also es ist wie immer windig hier, ist ja alles frei hier, und aber angenehm. Also, wir legen los! So, ich bin jetzt von da hinten bis hier vorne gelaufen und habe nicht ein Signal gehabt. Und dann kam dieses kleine Ding hier rein auf 56,57. Auf jeden Fall, ich denke zumindest, dass es von einem Beschlag oder so ähnliches ist, weil da oben diese zwei Ösen sind. Ich glaube nicht, dass das jemand als Halskette getragen hat. Schön, erstes Loch, erster Fund. Danke AT Pro. Das liegt alles an den Aufklebern, das hat der Markus Ritterswürden auch gesagt. Seitdem er die Aufkleber drauf hat, hat er weniger Müll. Ja, so kann es weiterlaufen. Ein 80-82er Leitwert. Wir hoffen mal, dass es irgendwas Schönes ist und kein Blick. Ein Knopf! zweite Loch, ein Knopf. Habe ich den erwischt? Ey, komm zurück hier. Schön! Aber ich glaube, da war nichts drauf. Also es ist blank, glaube ich. So, jetzt sieht man es wieder ein bisschen besser. Und da hätten wir die erste Plombe. Irgendwas mit Thomas Phosphat oder sowas. Cool. Also drei coole Teile, ein Schrottteil. Also bis jetzt läuft's. Und noch ein Knöpfchen. Also so schlecht läuft es heute mal gar nicht. Sehr schön. Hahaha. Da 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 da. Das erste Münzchen. Leck mich am Arsch!
Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich hoffe. Wartet mal. Ich wusste es. Oh nein. Wie geil. Ich habe nur den Rand oben gesehen. Ich hoffe, man sieht das. Ja, guckt euch das an. Ich habe schon wieder Silber. Ein Silbergroschen. Wo ist er denn? Da. Jawohl, so muss das. Und Leute, guckt mal. Ich bin hier mitten im Nirgendwo. Oh, die dritte. Ich hole auf. Und die ist gar nicht mal so kaputt, ey. Ey, die ist auf 53 ist die reingekommen. Was ist das denn? Richtig geil. La la la. Juhu, sehr geil. Weiter geht's. Also Leute, merkt euch, seid lieb zu eurem Detektor, denn ja, erstmal die Silbermünze war natürlich der Burner gerade wieder. Also echt, das ist. Ich sage, hier gibt's so selten welches. So, und die nächste Münze haben wir auch schon wieder im Sack. Jetzt läuft's. Da, da, da. Es ist so hell, ich sehe mich selber nicht. Also, niemals den Hauptdetektor verärgern. Weiter geht's. Also heute ist verhext. So, da war die Münze von gerade. Und jetzt habe ich hier in ungefähr 15 cm dieses hier gefunden. Ja. Was das genau ist, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Es könnte Arsenbronze sein, wobei es relativ leicht eigentlich ist dafür. Hier oben scheint so ein Rand gewesen zu sein. Auf jeden Fall sehr interessant, das kommt auf jeden Fall erstmal mit. Oh, so ein schöner Leitwert, ey. Kam reingeballert mit 89. Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall irgendwas von der Maschine oder was weiß ich. Das wird hier so festgemacht worden sein. Naja gut, aber auch das gehört dazu, ne? Ob in der Tasche, aber die Tasche ist heute noch gar nicht voll. Richtig geil. Ich weiß nicht, ein, zwei Teile sind drin. Hier. Das weiß ich noch nicht genau, was das ist. Das muss ich mir nochmal angucken. Ansonsten ist da unten noch ein Schnippel Alu drin. Läuft heute. Also heute ist, ja, heute läuft. So macht das Spaß. Und das ist halt das Geile am Hobby. Man weiß nicht, was kommt, nicht? Im Minutentakt muss ich hier Löcher buddeln. Aber ich möchte mich ja mal nicht beschweren. Ich hoffe, der kriegt das hier scharf. Der Autofokus ist ja kaputt. Ja, 5 Pfennig. Weiter geht's. Wahnsinn, Alter. Das ist mal ein richtiger Klopper hier. Aber wie die aussieht, ey. Das ist ein Meteorit. Ist ja abgestürzt. Da war mal 6 Hektar groß und ja, durch die Umlaufbahn der Erde und durch die Geschwindigkeitsreibungshitze ist der nun mal geschmolzen. Auf diese Größe hier. Meine Herren, ey, was ein schöner Klopper. Jetzt ist mal was ganz Cooles passiert. Warum bin ich so duster? Oder ich sehe nur so aus, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade ein Signal reinbekommen und neben meinem Signal war etwas, das sah komisch aus. Es klang nicht, das sah komisch aus. Und guck mal, was ich gefunden habe. Ich weiß nicht, ob das Plastik ist oder Glas. Oh, das ist Glas. Das könnte so ein Stopfen von einer Parfümflasche gewesen sein oder sowas. Ha! Augen auf beim Eierkauf. So, das kommt jetzt erstmal vorsichtig da in diese Ecke rein. Dann muss ich mal gucken, ob mein Signal schon draußen war. Guck mal, dann können wir das doch gleich hier alles in eins machen. Live-Grabung! Naja, live ausprobieren. Oh, super! Naja gut, also hat uns dieser Korken hier, dieser Flaschenverschluss, hat uns ein schönes Objekt beschert. Denn ich glaube, ich hätte das ohne das Signal nicht gesehen. Sehr geil. Also Augen auf. Und da haben wir die nächste. Eine Zinker, das wird mal 10 Pfennig gewesen sein. Und irgendwie sind die alle hier relativ konzentriert. Ja gut, man sieht es nicht mehr vom letzten Mal. Da waren einige in der Ecke.
Mal gucken, vielleicht kommt hier noch mehr. Und genau aus diesem Grund trage ich einen Handschuh. Denn ja, der Ring hat Alarm gemacht und man greift rein in das Loch und zack ist der Finger ab. Also Leute, immer auf Sicherheit achten. Oh, mir ist ja wieder das Herz in die Hose gerutscht. 82er Leitwert. Und guck mal, was da liegt. Aber der Größe zu urteilen, ohne das ganze Ding anzupacken, würde ich sagen, das ist Alu. Hier diese sich Regenblitzsäge. 50 Pfennig oder was machen. Da sind sie. Also ich bin echt zufrieden heute, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Naja gut, ich brauche mich nicht weiter sauber machen. Das machen wir zu Hause in die Waschmaschine. Der Wahnsinn heute. Beschwert euch bitte nicht, dass es so lang ist heute, dieses Video. Ich werde versuchen, es so kurz wie möglich zu schneiden. Richtig geil, ey. Heute läuft, heute läuft. Ich sag euch ja. Da. Ne? Nicht verärgern, immer lieb zum Detektor sein. Ist wie Versöhnungsex. Erst streiten und dann lässt man den in der Ecke stehen oder sie und dann rums, auf einen Schlag geht wieder alles los. Also irgendwie ist das seltsam, denn die kommen alle auf einer Linie. Also es könnte sein, da hinten ist auch dann noch das nächste Loch. Die gehen alle hier runter. Also es könnte sein, dass hier vielleicht ein alter Weg mal war. Auf jeden Fall ein Pfennig von 1868. Herrlich, herrlich. Ja, und die nächste. Die ist ein bisschen was älter, da ist noch das hannoveranische Wappen drauf. So Richtung Scheidemünze. Aber ja, leider platt. Fast platt, sagen wir mal. Fast platt. Ich glaube aber nicht, dass ich die sauber kriege. Seltsam ist das heute. Ha! Aber ich nehme es gerne mit. Alles, alles. Warte mal, vielleicht sehen wir es jetzt ein bisschen besser. Alles nehmen wir mit. So, ich bin eigentlich auf dem Weg zum Fahrrad da vorne. Ein 82er Leitwert. Ich habe es nur umgeschmissen. Wo ist das überhaupt? Hier. Bitte sei keine 50 Pfennig. Oh, sie sind. Ah, das ist zu leicht für Silber. Also ich glaube, das sind wieder 50 Pfennig, die sich Regen bringt Segen. Also ich bin ganz sicher. Naja, aber Münzen haben wir heute echt ohne Ende rausgeholt. Sehr geil.